Willkommen zurück zu Ah, Comes Alive. Ich bin gerade einfach runtergefallen. Huch, Third-Person-Ansicht, na gut. Ja, wo ist mein Wyvern? Was macht ihr da? Warum bin ich hier und nicht in der Base? Und warum ist der Bionic Guardian Rex nicht ganz ausgelevelt, obwohl er doch ausgelevelt war? Das sind alles Fragen, die kann ich eigentlich sehr einfach beantworten. Wie komme ich jetzt hoch? Ja, irgendwas stimmt nämlich nicht. Ich habe den Rex nämlich gerade auf der Schulter und ich kann ihn nicht wegschmeißen. Der Server schmiert gerade wieder ab. Ich weiß nicht, ob es an Rex liegt oder nicht. Ob ich ihn nicht auf die Schulter nehmen darf. Aber irgendwas macht Probleme. Der Server, der wird jetzt wieder abschmieren. Der ist gestern schon abgeschmiert, nachdem ich den Rex auf der Schulter hatte. Er macht mir echt enorme Probleme. Und das heißt, ihr seht den Tyrannodon da hinten, der bewegt sich nicht. Ich schätze mal, irgendwas stimmt mit dem Bionic Rex nicht. Ich weiß nicht was. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann. Ob es an dem Tame liegt, ob es an der Schulter liegt, ich weiß es nicht. Ihr könnt es höchstens mal versuchen, das Problem dadurch zu lösen, dass wir nicht auf die Schulter nehmen. Das wäre eigentlich eine Idee. Weil solange wir liefen, ging es ja. Vielleicht liegt es am Sattel, ich weiß es nicht. Das ist gerade ein bisschen, finde ich, persönlich problematisch, weil jetzt können wir nämlich den Rex eigentlich fast gar nicht benutzen, weil er mich nicht auf die Schulter darf. Na gut, wir wissen, hier liegt irgendwo ein Problem. Ich werde den Server nochmal kurz neu starten. Ja, ich weiß, mich pisst das gerade ziemlich an. Ich könnte mal kurz gucken, ob es ein Problem, ja gut, jetzt kackt er mich schon ab, ein Problem gibt bei G-Portal, wie damals mit dem, wie hieß der, mit dem großen, mit dem Titano, dass plötzlich einfach der Dingens, wie heißt der, der Speicher plötzlich zu hoch ging und deswegen Probleme gab. Vielleicht ist er wieder ein ähnliches Problem, wer weiß. Auf ein neues. Wir haben gelernt, wir dürfen den nicht einpacken. Okay? Okay. Jetzt gehe ich kurz zurück. Ja. Ich habe heute parken gelernt. Okay, ich hatte gerade, der wäre schon wieder abgeschmiert. Nee, ich war ja heute auf dem Fahrübungsplatz mit meiner Schwester. Hab ihr Auto ein bisschen misshandelt. Nein, natürlich nicht. Dem Auto geht's gut. Ich hab's sogar gestreichelt und ihm gesagt, dass alles wieder gut wird. Okay, nehmen wir den mal rauf. Den kann ich wieder werfen. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz stur, ich darf den nicht auf die Schulter nehmen, weil es da irgendwo einen Konflikt gibt. Weil solange ich den reite, geht's ja gut. Naja, es geht zumindest. Mein Problem ist jetzt, ich weiß leider nicht, ob ich Melee-Damage leveln darf oder nicht. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie um die 90 Millionen HP und 250% hiervon. Ich gehe einfach mal hier drauf. Ich habe mir leider, ich könnte es mir nochmal angucken, ja? Ich könnte es mir nochmal angucken, wie viel Prozent Melee-Damage wir hatten. Aber ich glaube nicht, dass ich noch einmal auf Melee-Damage gehen möchte. Ich kann ja einmal hier zubeißen. Ja, sieht genauso aus wie gestern, okay? Sieht genauso aus und ich würde sagen, das ist einfach der richtige Wert. Dann können wir die 20 Punkte hier drauf machen. Ich glaube, wir waren gestern so bei 252% Movement Speed und jetzt haben wir halt so ein kleines bisschen mehr da drauf für weniger AP. Ist in Ordnung, wir sind ausgeskillt. Ich denke mal, das alles ist so in Ordnung. Und naja, während wir halt hier sind und sowieso nichts anderes machen können, können wir ja schon mal dem Tier hier einen Namen geben. Wir nennen Alpha Wyvern Heiße Biene. Options. Options, change name. Heiße Biene. Fand ich eigentlich ganz gut. Darum habe ich das genommen. Ja, steht hier heiße Biene. Was, bist du ausgelevelt? Du bist ausgelevelt. Pick up, wir müssen laufen. Oder wir brauchen langsam mal einen Teleporter, damit wir nicht mehr laufen müssen. Weil den darf ich leider nicht auf die Schulter nehmen. Da kracht mir wohl echt der Server mal ab. Dinge, die ich mir merken muss. Dinge, die ich machen wollte. Ich wollte eigentlich ganz gerne, genau eben aus solchen Gründen jetzt. Naja gut, ich nehme es eigentlich gerade nur als Ausrede. Ich wollte die Base etwas anders planen, als ich ursprünglich vorhatte. Was ist das denn? Achso, nur Alphas. Und zwar mache ich das nicht so, dass wir nur oben unsere Base haben. Wir haben oben unsere Base da, wo wir sind. Wir machen das dann so, dass das alles gut passt. Aber wir machen Tiergehege nach unten, damit wir halt sagen können, große Tiere, wir können nicht alle großen Tiere nach oben nehmen. Ne? Und dann haben wir das Problem jetzt schon mal gelöst, dass wir halt wissen, wohin mit den Tieren. Und dann haben wir halt unten machen wir ein paar Gates hin und dann passt das alles schon. Dann ist alles in Ordnung. Und dann, hui. Attacke! Die können eh nicht fliegen, komischen Drachen. Ich weiß gar nicht warum. Ihr seht es ja.
Der hat gar keine, der hat gar keinen Anschalten wegzufliegen. Bam, und schon ist er tot. Bam. Wo ist der andere? Mach mal Alus. Hallo, kleiner Alu. Hallo, kleiner Giga. Jetzt kommt hier aber echt alle angescheitert, ne? Hör auf zu jammern, du bist tot. Verhalte dich doch wie ein Toter. Danke. Und du? Hast auch noch ein bisschen was, ne? Ich mag den Rex. Der ist irgendwie cool. Das ist ein... Ah, oh, ein Griffin. Nom. Oh, der Level 548. Kann ich den hier... Da trifft er mich. Das ist mal schwierig abzuwägen, weil die sind gefährlich. Habe ich hier jetzt relativ freie Fahrt? Darum ist ein Dimorphodon? Ich würde sagen, ja. Weil, ich immer. Kurz den hier. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob hier irgendwo die Tasche vom Dingens ist. Ah, das nicht. Ich brauche vielleicht das Gift irgendwann, aber momentan denke ich eigentlich nicht, dass. Irgendwas juckt in der Nase. Avis. Haben wir den vom Drachen nicht? Ich weiß es nicht, ich sehe die gerade nicht. Wieso haben wir so viel Lebensenergie verloren? Ist ja krass. Das ist echt krass. Das nehme ich alles mit. Na, das ist nicht so. Wir haben ja noch immer keinen. Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Der Rest. Warum ist der so aggro? Weißt du, wenn das ein großes Tier, bin ich jetzt tot, weil du einfach einen großen Kreis gelaufen bist. Danke dafür. Nimm mal ein bisschen Rücksicht auf deinen Besitzer. Ja. Ja, ja. Ist ein bisschen blöd. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, komm, ich fliege jetzt kurz zur Base, die Sache ist erledigt und wir freuen uns alle und anschließend gibt's Kuchen. Jetzt muss ich den Weg zur Base finden. Ich denke irgendwie da entlang, oder? Und muss dabei überlegen, was ich machen soll. Ich habe immer noch, genau, ich weiß, was ich machen möchte auf jeden Fall. Und zwar der Wyvern. Da habe ich ja gefragt, sollen wir den halt zum Prime Alpha machen oder sollen wir den, hier geht's nicht weiter, können wir das... Sei nicht so laut, kleines Spinnchen. Dankeschön. Sollen wir den zum Zombie machen? Sollen wir den zum Prime Alpha machen oder sollen wir den nicht machen? Es gab eine Stimme, die sagte, wir lassen den, wie er ist. Eine Stimme, die sagte, wir machen aus dem... Na, guck mal, ich bin schon da. Das war einfach. Eine Stimme, die sagte... War das wirklich eine? Wir machen den zum Prime Alpha und dafür dann vier Stimmen, die sagt, komm, wir machen daraus einen... Zombie-Wyvern. Und wir machen daraus auch einen Zombie-Wyvern. Ja, ganz einfach. Und dann lassen wir aber den Namen Heiße Biene so, wie er ist. Ja, ich ändere den einfach... Ja, wahrscheinlich wird er nach dem, nach der Verwandlung einfach Zombie-Wyvern heißen. Und ich würde den einfach umbenennen auf Heiße Biene. Nicht mal Zombie, nicht mal Heiße Zombie-Biene oder so. Es ist einfach nur Heiße Biene. So, bin ich jetzt da entlang oder bin ich da entlang? Ich glaube, da entlang, ne? Dann, ich habe nicht nachgeguckt, wie man die Bosse beschwört, weil wir brauchen dafür ja Matrix-Cores. Und für die Matrix-Cores müssen wir die Bosse töten. Irgendwas passt da nicht, oder? Irgendwie hat er nicht ganz nachgedacht. Ah, oh, das war knapp. wir springen jetzt eh runter. Dann ist die Base, da ist Wasser. Ah, alles wird gut. Und am Baum aufgespießt. Einfach ins Wasser. Guck, passt. Boah, sind wir schnell im Wasser. Wahnsinn. Wir sind sogar so schnell im Wasser, dass ich einfach mal alles verliere. So, sind wir da oben oder sind wir da oben? Ich muss mich kurz leicht... Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Kurz orientieren. Aber ich glaube... Ja, wir sind da oben. Die Frage ist jetzt natürlich, wo machen wir dann unsere Bodenbase hin? Ich glaube, hier einfach direkt, ne? Ist ein bisschen blöd wegen den Knochen. Vielleicht aber ist es aber genau das Richtige wegen den Knochen. Nein, warte. Ja. Warte mal. Hast du gerade richtig gesehen? Ist das hier solarbetrieben? Sind das Solarzellen? Warte. Sind das Solarzellen? Wird irgendwie mehr wie eine Steuerungseinheit, oder? Naja, egal. So, du hast ein paar Sachen, die ich ganz gerne noch hätte. Oder zumindest mitnehmen möchte. Und viel mehr ist es eigentlich auch wieder nicht. Na, das vielleicht noch. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ja, und der Rest, den lasse ich einfach mal da. Wobei, das nehme ich noch mit. Gut. Dann wäre das auf jeden Fall gelöst. Vermutlich liegt wirklich das Problem einfach da, dass ich den nicht auf die Schulter nehmen darf. Da macht der irgendwie Probleme. Der ist ja kein Problem. Ich meine, hab ich ja gerade gemacht. Ging ohne weiteres. Sache ist erledigt.
Gut, dann wollen wir doch mal die Entwicklung machen. Das Zombie Brain, oder Zombie Brain. Zombie ist ja ein YouTuber. Zombie ist halt ein Zustand. Vielleicht, keine Ahnung. Müsst ihr mir sagen. Schuhe, 213, genau. Ich hatte ja Schuhe verloren, die sind kaputt gegangen. Die habe ich dann austauschbare. Das kann da rüber. Das kann da rüber. Was noch? Die XP-Tränke würde ich ganz gerne noch behalten. Ja, doch, ich denke, das geht eigentlich so. Da ist mein Vivan Brain. Dann die ganzen Sachen, die halt schlecht werden können, kommen da rein. Das Vivan Brain gehört nicht dazu. Und... läuft der noch? Läuft noch, ja. Ja, ich würde ganz gerne mal kurz nachgucken. Wie stark ist denn heiße Biene im Moment? Wir haben auf 120% Movement Speed, wo ich ja gesagt habe, wir machen da ein bisschen weniger, eben weil Kontrolle und so. Dann brauche ich die HP. Boah, da kurz erschrocken, dass wir Server wieder abschmiert. Ich brauche die HP-Tränke, dass ich mich hochhalten kann. Ja, bei dem hier. Oder ihr? Ist ein R, ne? Ist ein R. Gib mir das. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis später. Auf 31 Millionen HP haben wir 10.000 Melee-Damage. Wie viel Schaden machen wir? Bist du ein Alpha? Bist ein Alpha? Du bist ein ganz normaler Alpha. Machen wir 300.000 Schaden. 233.000 Schaden. Okay. 233.000 Schaden. Das ist ein Wert, den merken wir uns einmal. Dann nehme ich mir kurz den Sattel. So. Und das hier verschwindet ja sowieso, glaube ich, alles. Also ist eigentlich mir egal. Weil das da drin ist eigentlich unwichtig. Dann der hier. Entwicklung. Das wird ein bisschen was dauern. Die Entwicklung startet! Ah, ich bin im Kreis. Ich weiß nicht, ob es gefährlich ist. Oh. Was passieren könnte, ist, dass wenn er entwickelt ist... Ark comes alive. Oder einfach nur comes alive. Nee, Ark steht da drüber. Dass der auf Follow steht. Heiße Biene, Zombie-Digitation zu heiße Zombie-Biene. Der sieht ein bisschen texturarm. Nee, nicht texturarm, sondern eher polygonarm aus. Sieht irgendwie seltsam aus, ne? Irgendwie ein bisschen löchrig. Sicher, dass da nichts fehlt? Soll der so aussehen? Irgendwie fehlt was, finde ich. Bist ein bisschen... Ist das der Ultraleichtbau? Also ich gebe dir erstmal deinen Namen wieder. Hast du dein Geschlecht gewechselt? Nein, gut. Wäre irgendwie seltsam gewesen. Options. Change Name. Heiße Biene. Ja, gut, so heißt es die auch nicht mehr. Aber ich habe schon einen Chirurg im Kopf. Da flicken wir die einfach zusammen. So, Equip Settle. Den haben wir hier. Bam. Und da ist er. Die hat aber eine Menge HP. Ganze Menge ab hier. Also die Entwicklung ist ja nicht so, als ob wir einfach nur sagen, wir wollen ein anderes Tier haben, sondern es ist ja wirklich, wir wollen ein stärkeres Tier haben. Guck, wie viel Leben haben wir? 1, 2, 3, 1 Million HP. Kann es sein, dass ich aus Tränke maximal so viele Punkte bekommen kann? Ich weiß gerade gar nicht. Was ich auf jeden Fall brauche, ist der Level-Up-Counter. Also eins steht fest, der Zombie-Wirrwarr ist noch nicht ganz ausgeskillt und der ist jetzt schon speedtechnisch schwieriger zu kontrollieren als der normale, aber... auch deutlich, deutlich stärker. Oh, beide ist nicht schneller. Ist einfach nur, weil die halt rückwärts fliegen können. Und ich wollte nicht ganz so nah an dem Rand. Ah, nice. Guck mal, wie der schwimmt. Die geben auch gut XP, glaube ich. Können wir eigentlich noch Feuer speien? Ich möchte nicht ins Wasser. Ich glaube, wir müssen mal ausprobieren, verschwimmen dürfen. Das sah gerade so aus, ne? Ah, ist ein bisschen schwieriger wieder. Feuer. Ja, nee, Feuer ist ja für Schwächer. Das ist seltsam. Wo ist der? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Da unten ist meine Base. Wow. Dino Drop. Der geht einfach. Hat ihr gerade den roten Giganotto fliegen gesehen? Ja, schon ein bisschen irritierend, ne? So, bringst du den jetzt bald mal um oder hast du es bald? Ich meine, klar, der Rex, der wehrt sich einfach gar nicht. Okay, der ist tot. Da hinten ist der jetzt. Ich kriege auch sein Zeug gar nicht, weil der einfach echt scheiß Platz zum Sterben ausgesucht hat. 2, 3, 4. Ja, wir sind ungefähr da, wo wir vorher auch waren. Jetzt gehe ich mal auf, ja, 120. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr. Ah, 150%. Ich gehe immer drüber, weil ich halt den Makro-Klicker hier habe, der immer automatisch ein bisschen mehr klickt. Sollte hoffentlich okay sein, wenn nicht. Lebt damit.
Wir haben nicht die 30 Millionen HP-Marke geknackt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, weil wir haben auch mehr Movement Speed. Die Frage ist jetzt, ob wir deutlich mehr Melee-Damage haben. Denn darum kommt es eigentlich auch schon an, nicht wahr? Ja, doch. Das ist schon eine ganze Menge Melee-Damage eigentlich, ne? Und das hier? Nein, Feuer macht irgendwie nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht, warum. Weil wir machen dafür jetzt, ja, gute 100.000 Schaden mehr. Probieren wir doch mal aus. Gucken wir erstmal, ob wir das dürfen, bevor wir halt hier sterben. Kann ich schwimmen? Ja. Fuck Physik. Ja, gut. Gut, wir wissen es auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall nicht nur in der Luft sicher, sondern auch, wenn wir halt versehentlich mal das Wasser berühren, wir werden nicht absteigen. Das ist auf jeden Fall eine Sicherheit. Das gibt mir auf jeden Fall eine ganz schön dicke Sicherheit. Das ist ein Bionic Giganotto. Der sollte nicht hier leben, ganz ehrlich. Das ist gefährlich. Ich erinnere mich an einen Bionic Giganotto, der mehr Schaden gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil der war Eternal, der war ja nur probehalber drin, ne? Aber der war deutlich, deutlich stärker. Deutlich stärker. Sind das Muscheln? Habe ich etwa Muscheln gefunden? Niemals. Nee, schade. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Denn Leben brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Gut, wir haben eigentlich gerade ein ziemlich gutes Tier gefunden. Also die Schwierigkeit ist jetzt, ein Tier zu finden, das das toppen kann. Da läuft nur der Rex rum. Ja, wir haben auch noch andere Tiere übrig. Und zwar, ich würde mir ganz gerne ein Therizino. Was haltet ihr davon? Ein Therizino würde ich mir ganz gerne tamen. Die Schwierigkeit bei dem ist, wir brauchen für den kein Prime Meat. Wir brauchen, oder? Ich überlege gerade, wir können ja eigentlich auch nochmal den DNA-Dingswerfer da anschmeißen. Dann müssen wir uns nicht so ein Vieh tamen. Kuschelmonster, was kannst du eigentlich? Du brauchst ein Alpha Bigfoot DNA. Bigfoot und 30 Alpha hat. Die Frage ist es natürlich: Gigantopithecus oder Megapithecus? Vielleicht können wir den weiterentwickeln. Ich habe doch hier so ein paar Sachen. Terrorbird. Und das war's. Nein, hier. Kano-DNA. Hast du noch ein bisschen was mehr? Ich habe Bigfoot-DNA. Ich habe Bigfoot-DNA. Und wenn mich nicht alles täuscht, und ich fühle mich gerade nicht sehr getäuscht, dann würde ich sagen, die sind das. Die sind das. Ja, doch. Ich würde sagen, die sind das. Habe ich hier eigentlich schon mein Dings gebaut? Irgendwie ist der weg, ne? Warte mal. Genau. Das ist das Problem, wenn halt der Server abkackt und einfach ein Rollback macht. Ja, lass mal den Bären weiterentwickeln. Lass mal gucken, was dabei rumkommt. Der braucht noch einen zweiten, davon. Nein, nur einer. Ja, geil, haben wir schon da. Mal gucken, was... Dankeschön. Ich möchte den jetzt echt nicht verlieren. Dann lass uns doch mal schauen, was denn aus dem hier wird. Die hätte ich auch ganz gerne zurück. Ich glaube, die brauchst du nämlich noch. Was wird aus dem? Was wird aus dem? Was wird aus dem? Was wird aus dem? Was steht denn da eigentlich? Was steht da? Prime Diabier. Wir machen eine Prime-Entwicklung. Prime Diabier-Entwicklung. Nicht schlecht. Dann kann das hier weg. Das brauchst du ja noch für den gleich, ne? Und ich hätte... Ganz schön groß für einen Bär. Ich würde gerne gucken, ob die Manticores, Prime, ob die Alpha sind oder ob die einfach Bosse sind, die wir tamen können. Also Dominos. Ich glaube, es sind Dominos, ne? Weil das würde mich bedeuten, dass wir den halt einfach tamen könnten. Oder ob wir den züchten müssen oder klonen müssen. Das ist immer so eine Frage, ne? Aber jetzt will ich ganz gerne so ein bisschen rumprobieren. Ich will vor allem, ich muss rausfinden, wie man die ganzen Bosse tamet. So, und Kuschelmonster, digitiert zu. Kuscheligeres Monster. Warte, dich kenne ich doch. Du bist ein Exalted. Du bist kein Prime. Also doch. Irgendwie ist hier eine Gemeinsamkeit zu finden, nicht wahr? Du bist jetzt ein Prime. Du bist ganz weiß geworden. So. Den roten schneide ich einfach raus. Keine Sorge. Ach hier, du brauchst halt deinen Namen zurück. Options? Options. Change Name. Kuschelmonster. Wir bleiben bei dem Namen. Der wurde schon vergeben. Ja, ich würde sagen, cool. Du bist irgendwie cool. Von gelb zu weiß. Macht auch nicht jeder, ne? Normalerweise, wenn man so ein weißes Fell anpinkelt, wird es eher gelb. Nicht umgekehrt. Vielleicht war es ja eine sehr, sehr reinliche Pinkelfarbe. Was?
Lass mir das mal sein. Ich will ganz gerne das Gewehr upgraden, weil ich habe ja gestern schon gesehen, wir haben mindestens 2 Schüsse gebraucht für einen, bei dem Großen. Den Gamma kann ich mal höher stellen. Das heißt also, es wäre nicht so schlecht, wenn das Gewehr mal ein bisschen mehr Schaden oder sowas raushaut. Ich könnte ja die Sättel alle kaputt... die Sättel meine ich, die Sachen kaputt machen. Warte. Vorher. Muss die Piste, das Ding da raus. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Holz, wir brauchen Metall, wir brauchen... wahrscheinlich das hier irgendwie, ne? Gucken, was davon noch da ist. Mindestens auf 2%, dass wir halt deutlich mehr Torpor-Schaden machen. Ich wollte ja eigentlich... Was fehlt? Mehr Metall. Was? 299. Wow, das ist eine Menge. Eigentlich wollte ich ja mit den mod-internen Sachen ja eigentlich hier die Tiere tämen. Aber ich habe gemerkt, die sind ja eigentlich schon ziemlich, ziemlich stark. Und wir könnten jetzt ziemlich schnell alles verlieren. Kriegen wir noch einen? Mehr Holz. Auch noch Holz? Ich und mein Holz? Ah, nee, heute ohne Holz. Oder? Ja, ich habe halt kein Holz. Mein Holz hat mich in den Stich gelassen. Hab's schon verbrannt. Egal. Das ist auf jeden Fall ein brauchbarer Wert. Ja, würde ich sagen, ne? 5 Kugeln haben wir noch. Damit kriegen wir auf jeden Fall irgendwas klein. Ich würde sagen, ich nehme mal den hier mit, weil der Betäubungsschaden macht. Und das ist eigentlich etwas, was uns gelegen kommt. Andererseits, ich habe das Gewehr dabei. Ich mache das mal so. Kann ich das Gewehr auf dem benutzen? Ja, okay. Dann gehe ich mal auf Manticore-Jagd und dann gucken wir mal, ob wir so ein Tier eigentlich betäubt bekommen. Ne? Bis gleich. Manticore finde ich gerade nicht auf die Schnelle, aber da ist halt noch was anderes, den Dominus Rex. Der ist auch ziemlich interessant, wie ich finde. Und der ist, glaube ich, Alpha-Status. Das heißt also, der müsste doch eigentlich Alpha in Dominus Rex. Ja, den müsste ich doch eigentlich betäuben müssen und dann ausnehmen, oder? Dann muss ich mal hier die ganzen Tiere beiseite machen, die irgendwie ein bisschen störend sein könnten. Ja, dazu zählen auch diese Giganotus hier. Und der auch natürlich. Der ist noch gut schnell tot, weil wir viel stärker sind als... Das ist ein Drache. Das... Wieso nehme ich mir eigentlich den da? Weil die Gegner da kämpfen, weil einfach noch mehr Tiere auf einmal auf einen Punkt kommen. Ich muss erstmal die hier wegbekommen, ne? Alles, was stört, muss weg. Hier, guck mal. Ist nicht so stark, aber ist schon warm, nicht wahr? Macht das eigentlich prozentualen Schaden? Ich weiß es gar nicht. Das macht auf jeden Fall 75 Tick Schaden, aber ich weiß nicht, ob das der prozentuale Schaden ist, der den einfach falsch erkennt. Irgendwas war gerade. Habe ich gerade schon wieder komische Dinge gesehen, nicht wahr? So, da ist der. Die da kann ich eigentlich getrost ignorieren. So. Flupp, schläft. Das geht ziemlich leicht, zum Glück. Wir haben auch ein sehr, sehr starkes Gewehr. Wenn jetzt irgendwas kommt, wie die da hinten, dann bin ich tot. Oder wenn der Vulkan ausbricht, dann bin ich vielleicht auch tot. Aber, kann ich drauf zugreifen? Ja. Nein, 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 nein. Boah, ich weiß, wo du bist, aber du bist so laut. Das macht mir so Angst. Boah, was ist denn mit dem Sound los? Hui. Oh Gott. Das sieht nicht gesund aus, mein Freund. Gar nicht gesund aus. Weißt du was? Ist mir egal. Wir haben hier Dominus Rex DNA. Wir können es einen züchten. Ja. Komm, und während wir hier so rumfliegen, möchte ich euch ein bisschen erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich war ja heute mit meiner Schwester auf dem Fahrübungsplatz und habe ein bisschen nur fahren geübt, ne? Und ich hatte ja schon Fahrstunden gehabt und es ist entsprechend fiel es mir auch deutlich einfacher zu fahren. Was ich halt lernen wollte, war halt mal, ne, Hindernis drauf zu fahren, runter auf 30, schalten, zweiter Gang. Ja, so ein Gedöns halt so Standardsituationen üben. Runterschalten halt vor allem und das langsame Fahren üben, weil ich bin immer zu schnell und, ne, mal mehr Gefühl dafür zu bekommen. Und man hat halt ganz genau gemerkt, weil auf dem Verkehrsübungsplatz, ne, zum Üben, sind da auch überall Verkehrszeichen. Natürlich ein bisschen, ne, der ganze Laden ist schon ranzig. Sagen wir mal ehrlich, das ist ein ranziger Parkplatz, den sie einfach umfunktioniert haben. Und da willst du wirklich nicht unbedingt, ja, deinen Führerschein machen? Keine Ahnung. Zu lange bleiben, weil irgendwann hast du auch das Gefühl, du bist wie in einem Fischglas, du fährst immer nur im Kreis, siehst dieselben Sachen und, dann kannst du eigentlich nur noch die so Sachen üben wie am Berg anfahren oder halt rückwärts einparken oder vorwärts einparken, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann... Haben wir eigentlich genug Prime Meat? Ja, 3000 sollte ungefähr ausreichen.
Man hat halt ganz genau gesehen, so, wer schon Fahrstunden hatte und wer nicht. Und das hat man sehr schnell daran erkannt, wie halt die anderen gefahren sind. Ne? Da war halt immer mal wieder... Das war irgendwie doof jetzt, so. Da waren halt so die Leute, die sind schon mal gefahren, die sind an den Stoppschildern stehen geblieben. Und da sind halt die noch gewesen, also Stoppschilder heißt Stopp, man muss anhalten, ob ein Auto kommt oder nicht. Ende. Komplett ohne Diskussion. Und, wie ist da so viel drin, ne? Und, man hat halt gesehen, so, wenn halt einer stehen geblieben ist, der ist halt gefahren. Und der hinter, also der ist erst gestoppt, ist dann gefahren. Und der hinter dem, da sind kleine Dominos, der ist einfach hinterhergefahren. Der ist einfach hinterhergefahren. Der hat nicht drauf geachtet, guck mal, das ist ein Stoppschild, da muss ich jetzt stehen bleiben. Und ja, dann sah man schon sehr gut, wer halt auf die ganzen Regeln achtet und wer drauf scheißt. Oder wer halt nicht kennt. Ich sage nicht, wer drauf scheißt, sondern wer es halt noch nicht kennt. Hat noch einen stärkeren Sattel da. Und man hat halt wirklich, ja, sehr viel stärkere sogar, halt gesehen, jedes Stoppschild überfahren worden ist oder wenn halt ein Schild ist, darfst du nur nach links fahren. Einfach geradeaus weitergefahren. Ich habe drauf geachtet und gesehen, so guck mal, Verkehrszeichen, ich richte mich danach und halte mich auch daran. Weil ich will das ja üben, ne? Ich kann nicht üben, wenn ich es einfach ignoriere. Dann kann ich ja auch lieber Autoscooter oder sowas fahren. So. Und während ich so gefahren bin, habe ich gemerkt, weil ich halt die Fehler der anderen sehe, habe ich die Stimme von meinem Fahrlehrer immer gehört, so, Stoppschild stoppen! Du darfst doch nicht, oder, nee, nicht so, der ist schon etwas strenger, ja. Ja, Situation hier. Langsamer fahren, stehen bleiben, linker, links, ne, so Sachen so halt, die man sich halt einbläut, die man sich einhämmert, wo man dran denken muss. Da habe ich halt so gemerkt, so für mich, ich habe immer so ein bisschen mehr Überblick gefunden beim Autofahren. Weil ich habe gesehen, die Fehler, die der andere macht, und ich habe halt die Fehler gesehen. Und das fand ich halt gut, ich habe die Fehler gesehen. Nicht um den zu kritisieren, sondern um halt, dass ich halt selbst lerne, daran zu denken. Das hat mir so ein bisschen ein Gefühl an Sicherheit gegeben. Ich habe ja in der Fahrschule immer im Simulator gelernt. Ja, da geübt, nicht gelernt. Geübt und, bei meiner letzten Fahrstunde war ich noch beim langsamen in der Stadtfahren noch ziemlich unsicher. Und ich würde halt sagen, so, in der nächsten Fahrstunde, da werde ich mich schon deutlich sicherer fühlen. Weil ich habe einfach geübt und... Ist ja auch nichts anderes als meinetwegen eine Spielkonsole, ne? Autofahren, ein bisschen gefährlicher, aber es ist halt eine Spielkonsole. Man hat eine Steuerung, man hat Regeln, man muss an die Regeln halten, man muss die Steuerung beherrschen. Und das ist halt, wo mein Konflikt halt dabei noch so ist, ist, ich weiß nicht, die meisten von euch fahren vermutlich noch kein Auto. Und es ist ja ganz einfach. Beim Anfahren, man hält die Kupplung fest, man gibt Anfahrgas, so ein bisschen einfach nur. Und dann löst man die Kupplung ganz langsam bis zum Schleifpunkt, man hält und dann langsamer. Dann fährt der Wagen langsam los. Das Schwierige hierbei ist, normalerweise ist Gas drücken, geben, man fährt schneller, Gas lösen, man fährt langsamer. In dem Moment ist es aber genau umgekehrt. Da ist nämlich die Kupplung dafür da. Lösen ist schneller fahren, drücken oder treten ist langsamer fahren. Und das ist halt so ein Konflikt für mich noch so. Den ich mir noch abgewöhnen muss. Aber es geht immer besser und da freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt wieder mehr Bock aufs Autofahren, als ich irgendwie noch bei meinem vorigen Fahrlehrer war, wo ich gesagt habe, so, mir vergeht die Lust, ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Aber jetzt so, ja. Der neue Fahrlehrer, der ist viel, viel strenger, aber der ist halt viel, viel präziser, wenn er mir sagt, so, was für Fehler ich mache. Und das ist halt so das, was mir auch so ein bisschen so die Sicherheit gibt. Und den Nachbarn grillen schon wieder, habe ich eben gesehen. Ein ganzer Scheiß, der geht hier ran, den Ventilator, das nervt ein bisschen. Ja, und jetzt, ja, keine Ahnung, ich hab wieder so Sicherheit. Ich freue mich schon wieder ein bisschen mehr drauf. Ich habe noch 3 Fahrstunden. Dann ist mein Budget erstmal ein bisschen, ja, weg, aufgebraucht. Aber der feine Herr kümmert sich ja hier um sein YouTube-Money. Ja? Nee, habe ich mir geliehen, falls ich rüberkomme. Muss halt zurückzahlen, meine Schwester. 500 Euro. Ja, ich hab 500 Euro hier. Und du? Ich gehe mir jetzt eine PS4 kaufen. Ich brauche nämlich die Fahrstunden nicht. Nein! Ich kaufe natürlich eine GTX 1070. Was sagst du denn? Ich kaufe noch keine PlayStation, wenn ich dann bekloppt. Na, natürlich, geh wieder rein in den Umschlag. Ist halt, falls ich in die Fahrstunden rüberkomme. Also, ich habe 1700 Euro Budget. Nein, 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 nein. Stopp! Wie nennen wir den? Level 780 nur? Moment,
Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mir auch was überlegen. Noch 27, okay. Durch einen Kühlschrank rein. Ich brauche langsam Elektrizität. Okay, ich muss auch was überlegen. Und zwar... Ist das Level DNA abhängig? Das ist doch mal interessant zu wissen, oder? Wo willst du hin? Bye, bye. Alles gut da unten? Okay, dann warte mal auf mich. Ich komme jetzt. Habe ich Zeug dabei? Da war ich halt... ja, nur den Sattel, das ist in Ordnung. Und hab ich XP-Trinke? Ah, die farm ich mir kurz. Ja. Was war denn das, mein Freund? Links gucken, rechts gucken. Also Sachen, die man sich auch angewöhnen muss. Immer gucken. Ach ja, genau. Das ist ja ein neues Tier. Da braucht er jetzt wieder den hier. Das ist halt auch so Sachen, die muss man sich immer wieder so im Kopf wieder aufrufen. Immer gucken, immer gucken, immer gucken. Immer Schulterblick. Immer Schulterblick. Willst du abbiegen? Mal Schulterblick. So. Hoffentlich sind hier keine Piranhas. Da unten sind Muscheln. Wir brauchen bald mal Tauchausrüstung, dass wir uns die Muscheln holen können. Oder halt die Perlen, ne? So. Flop. Indominus Rex. Der ist ziemlich schnell im Wasser. Hui. Hui. Ich kann fliegen. Guck mich an. Ich bin ein Indominus Flying Rex. Hui. Ah. Oder auch nicht. Okay. Er hat Fähigkeiten. Er kann Holz abbauen. Wir brauchen also keinen Biber. Okay. Wissen wir jetzt auch hier Bescheid. Ich brauche erstmal ein paar. Wie viel machen wir? 40.000 Schaden Base. Wir sind nur Level 780. Ich habe nicht drauf geachtet, welches Level der hatte. Der ist irgendwie beweglich. Keine Ahnung. Mobil. Nein. Ja, beweglich. Ich kann es gerade nicht anders beschreiben. Der lässt sich gut lenken. Lässt sogar sehr gut lenken, finde ich. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob... Ja, warte mal. Ist ein Weibchen, ne? Für den Namen, dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ich muss den hier noch aktivieren, ob das ein 7... Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, welches Level der Indominus Rex hatte, wo wir den Arschstrang rausgezogen haben. Dann können wir nämlich direkt sehen, ob das halt abhängig vom Dino ist, wo wir die DNA rausgeholt haben, welches Level dann das Tier schlussendlich hatte. Weil ich glaube gerade tatsächlich, das ist vielleicht abhängig vom Level von dem Dino, wo wir DNA rausgezogen hätten. Hätte ich mal mehr aufs Level geguckt, nicht wahr? Können wir darauf? Ja. Na, guck mal. Giganotto. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Der macht Betäubungsschaden, ne? Wir haben auch so ein Rageometer rechts unter dem Betäubungsding. Wir machen mal eine ganze Menge Schaden. Ja, wir machen echt eine ganze Menge Schaden. Ich muss kurz warten, bis er die XP akzeptiert hat. Hab ich hier... Okay, das ist... Seit ich die Wolken deaktiviert habe, wirkt das alles so blass, ne? So aufgeblasst, so... Keine Ahnung. Halt blasser, ich kann es nicht besser beschreiben, als es halt ein bisschen blasser geworden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Weil dann, Entschuldigung, da müsste es nämlich halt da stehen, dass, da müsste nämlich am DNA-Strang stehen, die DNA von einem Indominus Rex Level 300, 400 noch was, ne? Das wäre halt ein bisschen schwachsinnig, wenn ich das Spiel jetzt mal sich irgendwie merken müsste. Der macht aber richtig fett viel Schaden. Richtig viel Schaden. Ich frage mich, ob der den Dingens übersteigen kann. Ich glaube, ich mache mit dem mal eine kleine Lauftour. Wie viel HP haben wir? Ich muss das mal darüber ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Millionen HP. Das ist nicht gerade wenig. Okay. Ich laufe mit dem mal ein bisschen rum, level den mal und gucke, ob ich einen Auto ausgelevelt bekomme. Und dann schauen wir uns doch mal an, was er denn letztendlich so kann. Es scheint hier doch eine ganze Menge zu sein, weil... Man sieht es ja schon. Und ausgelevelt. Bam. Und wieder hochgeheilt. Bam. Ich mach die ganze Scheiße hier weg. Ich brauche den nicht. Das will ich behalten. Das ist gut. So. Ich habe gerade einen großen Gorilla getötet. Der hieß... Ich glaube, der hatte nicht Indominus im Namen. Der hat irgendwie Haram oder so hieß der. Also ja, wirklich. Oder Haram oder so. Keine Ahnung. Ja, das war hier eine Hommage an einen Affen, an einen großen. Ja, 400.000 Schaden machen wir. Das ist gut. Ich würde jetzt sagen, das ist halt, fucking geil viel, aber es ist schon sehr gut. Ja, doch, eigentlich, das ist ziemlich gut. Das ist überragend eigentlich schon wieder. Ach, guck mal, der ist schon wieder. Hui!
Hey! Übrigens hat er beim letzten Mal nicht so viele Betäubungsschaden gemacht, wie ich dachte. Das war eigentlich die Brutmutter. So, komm her. Pass auf. Kein Bock mehr auf uns. Schon tot. Hat irgendwas Geiles dabei? Ne. Gar nichts dabei. Ist ein Habe nichts. Ich mag Habe nichts so wie nicht. So, dann gucken wir mal ein großes Tier finden. Wir noch einen Affen finden. Ist das hier die Heimat der Affen? Dieser Berg? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal ausprobieren, ob wir den tragen dürfen oder ob wir dann wieder abkacken werden. Also der Server dann wieder, keine Ahnung. Das ist ein Griffin. So, den müssen wir eigentlich auch nochmal tamen, ne? Eigentlich muss ich sogar so einmal für den Livestream tamen. Da ist der auf jeden Fall, da bringt er mehr. Nanu? Nanu? Hallo? Was bist du? Rockulus Prime, okay. Rockulus Prime. Level 100. Ein Lava Rock bekommen. Da war mal was bei Eternal. Da war was bei Eternal. Ich wusste nicht, ob und wofür wir den brauchen werden. Oh, XP-Tränke nehme ich alle mit. Der Rest interessiert mich nicht. Davon haben wir schon Milliarden Stück. Hm. Wofür brauchen wir den? Lava Rock. Can be used to evolve your prime Bigfoot to a Rockulus. Jetzt wissen wir, was wir beim nächsten Mal machen werden, Leute. Wisst ihr das auch? Soll ich spoilern? Wir besorgen uns einen Rockulus Prime. Geil, oder? Ja, Mann. Guck mal da. Und tot, oder? Noch nicht. Der macht gut Schaden. Aber er ist tot. Er gibt mir nicht einmal ein bisschen von dem Stuff, den ich haben wollte. Ich habe vergessen, was das Stuff heißt. Polymer, genau. Okay, mal gucken, ob wir fliegen können. Wuhu! Wow. Kann ich bremsen? Nein. Boing. Autsch. Das war die Nase. Jetzt tut sie weh. Wow. Hey. Das ist... Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hochspringen. Kann er einfach so aus dem Wasser rausspringen oder? Nee, ne? Nee. Was ist denn das? Ach, das ist meiner, ne? Dann kann ich ihn eigentlich auch unten stehen lassen, ne? Du bist nicht meiner. Doch, du bist meiner. Du hast einen Sattel auf. Warum stehst du da? Ich hab dich hier abgestellt. Egal. Hauptsache, er ist unten in der Base. Das ist unten in der Base, ich weiß es nicht. Na gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich nehme noch die wichtigen Sachen hier alle mit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.